Hey Freunde, schön, dass ihr auch die Woche wieder zu den Nachrichten eingeschaltet habt. Wir werden als erstes vor allem über die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg sprechen. Und dann sind es die üblichen Verdächtigen. Wir sprechen über den Brexit, wir sprechen über die Proteste in Hongkong. Nicht, dass nicht auch andere Dinge passiert sind, aber die haben nun mal ja, auf einer internationalen Ebene so viel politisches Gewicht, dass wir einfach auch nicht drum rumkommen und das definitiv weiter verfolgen müssen. Und dementsprechend verlieren wir auch keine Zeit und starten direkt in die Innenpolitik. Wir schauen zunächst auf Sachsen und da auf die harten Fakten auf. Das Wahlergebnis am Schluss, die CDU stärkste Kraft mit 32%, direkt dahinter die AfD mit 27,5% und weit abgeschlagen, muss man eigentlich schon sagen, alle anderen Parteien dahinter. Die Linke haben einige Stimmen verloren und die FDP zum Beispiel ist gar nicht erst im Landtag vertreten. Schauen wir auf die Nichtwähler, haben wir hier auch ein interessantes Ergebnis, denn weiterhin gibt es sehr, sehr viele Nichtwähler. Gerade die Erstwähler haben oft gar nicht gewählt, aber die Wahlbeteiligung ist ein ganzes Stück nach oben gegangen und das ist ein Trend, den wir nun die letzten Landtagswahlen und auch die Bundestagswahl schon verzeichnen können. Das heißt, das Interesse an Politik und an Wahlen geht wieder nach oben und da ist es vor allem die AfD, die davon profitiert. Damit wird klar, die etablierten Parteien verlieren deutlich, die SPD zum Beispiel als Volkspartei ganz weit abgeschlagen. Was sind die Gründe dafür, dass die AfD so stark geworden ist? Welche Menschen wählen hier die AfD im Osten? Fast jeder Vierte oder mehr als jeder Vierte hat hier die AfD gewählt. Dementsprechend lohnt es sich, darauf die Gründe zu schauen. Es sind vor allem Menschen, die sich eben abgehängt fühlen. Menschen, die sagen, sie werden als Bürger zweiter Klasse im Osten behandelt. Das sind viele verschiedene Themen, die da auch mit reinspielen. Die ärztliche Versorgung oder eben auch die Polizeipräsenz in Sachsen ist nicht mehr ganz so stark wie in den letzten Jahren. Die Leute fühlen sich nicht mehr so sicher und dementsprechend ist auch Integration und Migration ein sehr wichtiges Thema. Wenn wir auf die Linke zum Beispiel schauen, dann sehen wir, dass die als Standardpartei im Osten sehr, sehr viele Stimmen verloren hat. Und das sind vor allem Protestwähler, denn die AfD ist auch zur Protestpartei geworden. Das heißt, nicht alle diese 27,5% sind jetzt rechtsradikal anzusehen oder überhaupt rechts zu verordnen, sondern da ist eben ein ganz breites Spektrum auch dabei, vor allem eben von Nichtwählern, die jetzt aus Protest gegen ihre Lebensumstände, die zum Teil jetzt eben gefühlt, aber auch objektiv gesehen im Osten nun mal nicht so gut sind wie im Westen, die dagegen protestieren wollen und die sagen, die AfD ist die einzige nicht richtig etablierte Partei, die man wählen kann, um zu zeigen, dass man protestieren will. Ob das Ganze so sinnvoll ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber das sind so die Gründe, mit denen man auch verstehen kann, warum die AfD hier so viele Prozente gewonnen hat. Okay, da haben wir die Gründe dafür, dass die AfD so stark geworden ist. Warum kann ich davon sprechen, dass die etablierten Parteien hier verloren haben, wenn die CDU doch stärkste Partei geworden ist mit 32%? Hier haben wir den Effekt, dass viele Wähler eigentlich gar nicht die CDU wählen wollten, aber nicht die AfD als stärkste Partei haben wollten, weil eben nun mal ein gewisser Riss auch eben durch die Bevölkerung, vor allem im Osten, wir schauen jetzt im Speziellen auf Sachsen, geht und dementsprechend viele Wähler an die CDU deswegen gegangen sind. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Ministerpräsident Kretschmann dort einen sehr guten Job gemacht hat und als Person durchaus auch Einfluss auf das Wahlergebnis hatte und damit auch einige Prozentpunkte gut gemacht hat. Schauen wir auf das Ergebnis. Was ist jetzt das Ziel oder was kann jetzt an Koalition passieren? Die Große Koalition ist nicht mehr mehrheitsfähig. Das bedeutet, es wird jetzt ein dritter Partner wahrscheinlich dazukommen müssen, denn es ist klar, dass man diese Große Koalition irgendwie weiterführen will. Dementsprechend gibt es jetzt Sondierungsgespräche mit den Grünen, die sich aber ihrer Machtposition hier durchaus bewusst sind. Denn es soll keine Koalition mit der AfD geben und damit werden die Optionen für die CDU eben relativ schwierig und das bedeutet, die Grünen können einiges einfordern. Dementsprechend werden die Sondierungsgespräche und Koalitionsgespräche vermutlich relativ schwierig werden und das ist was, was wir dann die nächsten Wochen verfolgen können. Ohne Brandenburg jetzt hier herabwürdigen zu wollen oder als Sachsen 2.0 betiteln zu wollen, möchte ich mich doch recht kurz fassen hier, denn ja, wir sehen ähnliche Effekte bei der Wahl. Nicht exakt die gleichen, aber wir haben zum Beispiel eine stärkste Partei, die unter anderem stärkste Partei geworden ist, weil die Leute nicht die AfD als stärkste Partei haben wollten, nämlich die SPD, was an sich schon erstaunlich genug ist, und als zweitstärkste Partei die AfD. Die restlichen Parteien sind nicht ganz so weit abgeschlagen wie in Sachsen, aber man sieht eben, dass auch hier die AfD deutlich dazu gewonnen hat, die etablierten Parteien deutlich verloren haben. Die Gründe sind ähnlich, die Gedanken hier sind ähnlich, die Leute fühlen sich zum Teil abgehängt, sie haben Angst vor zu großer Veränderung in der Zukunft bezüglich digitalem Wandel etc.
Wahlhörer und ja, dementsprechend haben wir hier sehr ähnliche Effekte zu betrachten. Schließen wir mit den Wahlen ab und kommen zu Realpolitik. Wir schauen auf die Landwirtschaftsministerin Klöckner. Denn nachdem jetzt eine Bertelsmann-Studie gezeigt hat, dass eigentlich der effektivste Weg, den Klimawandel zu bekämpfen, um den man CO2 einspart, ist, Bäume zu pflanzen. Und da hat Deutschland ein relativ großes Problem, weil gerade auch durch den Klimawandel eben viele Baumarten in Deutschland ein Problem haben mit den höheren Temperaturen, mit wieder so einem heißen Sommer. Und dementsprechend gilt es auch, die Forstwirtschaft ein wenig umzustellen. Und hier soll jetzt eine große Initiative geplant sein, um eben Aufforstung in Deutschland zu betreiben. Das soll ein Teil dieses großen Klimaschutzplans der Regierung, der jetzt in 2-3 Wochen rauskommen soll, sein soll. Und es stehen jede Menge Bäume zur Verfügung, tatsächlich zum Pflanzen. Das große Problem an der Stelle ist, dass Personal fehlt. Immer weniger Leute möchten einfach nur eine schlichte Ausbildung machen und dann eben als Forstwirtschaftler hier arbeiten, als Förster arbeiten. Also wenn ihr gerade dabei seid zu überlegen, was ihr machen wollt, ist das vielleicht tatsächlich ja, etwas, was wir in Zukunft wesentlich häufiger brauchen werden, gerade eben in Bezug auf Klimawandel. Wir schauen auf den Brexit. Ungeliebtes Thema, sehr komplex, keine harten Fakten. Aber Johnsons Plan, das Parlament in Urlaub zu schicken bis zum Brexit, würde in einem No-Deal-Brexit resultieren. Die EU wird wahrscheinlich nicht mehr einknicken. Dementsprechend wollen die Oppositionellen, aber auch Leute aus Johnsons eigener Partei eben dies verhindern, indem sie ein Gesetz durchkriegen, wonach ein No-Deal-Brexit verboten werden würde. Das ist natürlich auf der einen Seite gar keine schlechte Sache, weil No-Deal-Brexit würde Großbritannien sehr hart treffen. Auf der anderen Seite gibt es ein ganz großes Zeitproblem, denn dieses Gesetz, das muss natürlich erstmal im Umlauf gebracht werden, das muss diskutiert werden und dann muss dafür abgestimmt werden. Die Frage ist, wird es dafür diese Zeit geben? Denn die Oppositionellen und die Parlamentarier müssen sich dafür Zeit nehmen. Johnson droht zum Beispiel damit, dass wenn dieser ganze Plan nach hinten verschoben wird und das Gesetz durchkommen sollte, möchte er Leute aus seiner eigenen Partei, aus der Partei rausschmeißen und er droht mit Neuwahlen, falls sie versuchen sollten, dieses Gesetz durchzubringen. Das macht die Sache sehr kompliziert. Auf der anderen Seite aber auch, würde so ein Gesetz, ja, das ist nicht die Wunderwaffe, es verbietet nur eine Option. Und da die andere Option eben auch abgelehnt wird, die Deal-Option, gibt es keine mehrheitsfähige Alternative. Sollte dieses Gesetz tatsächlich durchkommen, dann wird die Sache nochmal wesentlich aussichtsloser. Das Ganze wird viel komplizierter und auf juristische Art und Weise fast nicht mehr zu durchschauen, wo jetzt Großbritannien oder das Recht Großbritanniens herrscht, wo jetzt EU-Recht herrscht und wie und was eigentlich überhaupt noch funktionieren kann. Und sollte es einen No-Deal-Brexit geben, dann wüssten wir das wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2-3 Wochen, weil dann eben das Parlament in Urlaub geschickt werden würde. Also, die nächsten 2-3 Wochen dürften, was das angeht, hoffentlich Klarheit bringen. Als nächstes möchte ich euren Blick ein bisschen auf Moskau und auf Russland lenken. Dort gibt es ja eine, oder gab es in den letzten Jahren etliche Proteste und ja, da gab es nicht wirklich Fortschritt und dementsprechend habe ich auch nicht so häufig darüber berichtet. Es gab immer wieder diese Proteste, aber ja, jetzt gibt es eine kleine Veränderung auch im Gedankengut und in der Diskussion, denn die Protestler fordern nicht nur freie Wahlen, sondern sie fordern ganze Veränderungen des Systems. Die Personen, die jetzt in der Macht sind und diese gefestigt haben, unter anderem eben Wladimir Putin, die haben viel für Russland getan, vor allem in der Anfangszeit. Ja, das Bruttoinlandsprodukt ist gestiegen, die durchschnittliche Lebenserwartung ist gestiegen. Da ist viel Gutes passiert. Allerdings kommt das nun ins Stocken. Gerade europäische Länder versuchen wegzukommen von fossilen Brennstoffen und das ist eben ein großer Wirtschaftszweig von Russland. Das, was Russland noch als Weltmacht tatsächlich hält, ist eben das starke Militär und das Öl, was sie besitzen. Wenn gerade das Öl wegfallen sollte, dann wird das für Russland sehr, sehr schwierig. Und das, was gerade eben festgestellt wird, ist eben, dass es keine Demokratie gibt, dass vor allem Politik gemacht wird für die Generation 50+. Und das realisieren auch die jungen Menschen gerade. Und gerade eben mit so Demonstrationsaktionen wie Fridays for Future sieht man, dass da eben richtig was in Bewegung kommen kann. Und das sehen eben auch gerade die jungen Leute in Russland. Und dementsprechend gehen sie jetzt gerade weiterhin auf die Straße und vor allem verstärkt auf die Straße. Das ist sehr fraglich, inwieweit das dann in der näheren Zukunft wirklich was bringen kann, gerade weil die Polizeigewalt ja deutlich auch zugenommen hat in den letzten Wochen. Aber es könnte eben längerfristige Folgen haben und ist durchaus ja, wert, mal einen Blick darauf zu werfen. Die andere Seite der Medaille ist, wenn man schon eine gewisse Freiheit hat, aber Angst davor hat, diese zu verlieren. Wir schauen also auf Hongkong. Dort gehen die Proteste weiterhin in riesigem Ausmaß. Die Polizei hat zwar Großdemonstrationen verboten, trotzdem haben Tausende protestiert. Vor allem versuchen sie eben immer wieder auf den Flughafen zu gelangen, um das Dreh- und Angelkreuz hier von Hongkong lahmzulegen.
Allerdings hat auch hier die Polizeigewalt massiv zugenommen. Es werden mittlerweile Wasserwerfer eingesetzt. Die chinesische Regierung zieht immer mehr Militär auch in die Nähe von Hongkong. Und verschiedene Aktivisten, die eben zu dieser Demokratiebewegung gehören, wurden bereits auch festgenommen und auf chinesisches Gebiet gebracht. Die Ministerpräsidentin Lam dort, die ja eigentlich ein bisschen verteufelt wird, weil sie eben als Marionette der Chinesen gesehen wird, hat auch zugegeben, dass sie selber gerne zurücktreten würde, aber es einfach nicht funktioniert. Sie wird nicht entlassen werden von der chinesischen Regierung, weil die damit einen Fehler einräumen würden. Sie kann aber auch nicht zurücktreten, weil auch das die chinesische Regierung nicht akzeptieren würde. Und ihr Spielraum als Ministerpräsidentin praktisch dort in Hongkong ist sehr, sehr, sehr gering, wie sie selber sagt, bezüglich eben diesen Demokratiebewegungen etc. Es zeigt sich also, und sie gibt es auch zu, sie ist tatsächlich in dieser Hinsicht eine Marionette. Und ja, die Menschen gehen weiterhin auf die Straßen, um ja nicht Hongkong wirklich von China zu lösen, aber eben diese Demokratie, die Hongkong eigentlich zugesichert wurde, dass diese eben bewahrt wird. Und damit sind wir auch schon wieder bei der guten Nachricht der Woche angelangt. Erstmal eine kleine, der umsatzstärkste Supermarkt bzw. das umsatzstärkste Unternehmen der Welt mit über 500 Milliarden US-Dollar im Jahr, Walmart, hat jetzt angekündigt, nicht mehr so viel Munition und Waffen in seinen Läden eben verkaufen zu wollen. Und das ist durchaus ein großes Signal von einem Unternehmen eben an auch die US-amerikanische Politik. Das ist schon mal eine gute Nachricht der Woche wert. Und aufgrund des riesigen internationalen Drucks bezüglich der Rodung und der Brandrodung des Amazonas, Regenwaldes dort, hat der dortige Präsident Bolsonaro jetzt ein Dekret erlassen, wonach 60 Tage lang keine Brandrodung mehr stattfinden darf. Und auch Löschflugzeuge der G7 oder die halt eben auf dem G7-Gipfel zugesichert wurden, werden jetzt im Amazonasgebiet eingesetzt. Und dass eben dieser internationale Druck tatsächlich dafür gesorgt hat, dass solch ein Despot wie Bolsonaro einknickt und ja auf das hört, was man international eben auch fordert, was eine gute Sache ist, den Amazonaswald zu beschützen, das fände ich definitiv eine gute Nachricht der Woche wert. Ja, wie immer war es das dann von mir und von den Nachrichten von dieser Woche fürs Erste. Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Fragen, Anregungen, Kommentare, wie immer alles gerne in die Comments. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche zu den nächsten Nachrichten wieder.